Montag, 12. August 2024, 21.15 Uhr. Ein mega Gewitter über die Schweiz zieht von West nach Ost. In Brienz, da hat es schon richtig gekübelt. Wie das Online-Magazin 20minuten.ch berichtet, bildete sich in Brienz im Berner Oberland nach einem schweren Gewitter am Montagabend große Geröll- und Schlammlawinen. Der Strom riss sogar Autos mit. Auch in den Kantonen Luzern, Aargau und Zürich hat das Gewitter teils stärker als erwartet gewütet. Laut der Neuen Zürcher Zeitung wurden 70.000 Blitze gezählt. Es mussten 70 Menschen evakuiert werden. 250 Touristen sind gestrandet. Da das heftige Unwetter mit einer großen Gewitterzelle über Zürich festhing, gab es auch hinsichtlich der Starts auf dem Zürcher Airport massive Auswirkungen. Letztmalig hob ein Flug um 20.54 Uhr von Swiss in Richtung Amsterdam ab. Der Luftraum im Schwarzwald-Baar-Kreis und über den Alpen war Montag voll mit Flugzeugen, die eigentlich am Flughafen Zürich landen wollten. Wegen der schweren Gewitter war ein Landen nicht möglich. Wie der Schwarzwälder Bote berichtet, wunderten sich in Villingen-Schwenningen und im Schwarzwald-Baar-Kreis ab 21 Uhr viele Menschen über tiefliegende Flugzeuge. Wegen der Wetterlage konnten dort Flieger ab 21.30 Uhr nicht landen und fliegen stattdessen Kreise. Auch über dem Schwarzwald-Baar-Kreis. Mehr als 10 Maschinen waren in der Luft im Schwarzwald-Baar-Kreis. Darunter Swiss Air aus Brüssel, Swiss Air aus London, Swiss Air aus Berlin, EasyJet aus Porto, Vueling aus Barcelona und EasyJet aus Berlin. Letzterer flog aufgrund des Unwetters gar wieder zurück in die Bundeshauptstadt. Andere flogen gar bis zu 8 Runden über dem Kreisgebiet, berichtet der Schwarzwälder Bote. Auch über den Alpen konnte man auf Flightradar 24 mehrere Maschinen sehen, die aus südlichen Regionen wie Sizilien und Sardinien kamen und ihre Kreise zogen, da ein Landen in Zürich nicht möglich war. Lesereporter Wolfgang filmte das Gewitter über Bad Krozingen. Leck, Junge.